Wir brauchen ein verpflichtendes Lobbyistenregister. Das ist keine neue Forderung, die ich aufstelle, sondern eine, die ich habe, seitdem ich Abgeordnete des Europäischen Parlaments bin. Aber jetzt, angesichts der traurigen Bestechungsaffäre, hoffe ich dafür, mehr Gehör zu finden. Das Europäische Parlament ist ein offenes Haus und das ist gut so. Jeden Tag kommen unzählige Besuchergruppen zu uns. Es kommen Journalisten, es kommen Vertreter der Wirtschaft, NGOs, Bürgermeister, aber auch Lobbyisten, die handfeste wirtschaftliche Interessen vertreten. Nochmals, es ist gut so, dass das Haus offen ist. Es ist gut so, dass das Europäische Parlament, wir Abgeordneten mit all diesen Interessensvertretern sprechen und uns eine Meinung bilden. Was allerdings auf der Strecke geblieben ist und wesentlich besser verankert werden sollte, ist die Frage zu beantworten, wer sind diese Lobbyisten, welche finanziellen Interessen, welche wirtschaftlichen Interessen stecken dahinter? Und das sollte standardisiert erfasst werden. Und zwar für jene Lobbyisten, die zu uns ins Europäische Parlament kommen, aber auch zu jenen, die in die Europäische Kommission kommen und in den Rat. Wir brauchen ein gemeinsames Register, das auch Sanktionen enthält, das heißt beispielsweise die Zutrittsberechtigung entzieht, wenn es zu entsprechenden Unregelmäßigkeiten kommt. Nochmals, Bestechung und Betrug kann man nicht verhindern. Wer sich nicht an die Regeln halten will, wird sich nicht daran halten. Was wir allerdings brauchen, und hier ist sehr wohl noch einiges machbar, ist es, klarere Regeln mit klareren Sanktionen zu Lobbyisten zu formulieren.